Grüße aus Berlin, schön, dass ihr dabei seid bei Frisch vom Feld. Folge Nummer 2 hier in der Arena ist gerade eben die deutsche Vorrunde zu Ende gegangen. Und ich sag's euch ehrlich, es geht mir ein bisschen auf die Nerven, weil wir es hätten packen können gegen die Franzosen. Es war so verdammt eng. Die Männer hatten sie so nah am Rande der Niederlage oder zumindest eines Unentschiedens. Aber es ist gegen die Franzosen irgendwie immer das gleiche Lied. Ist aber egal, wir stehen in der Hauptrunde und das Turnier macht bislang richtig Spaß aus deutscher Sicht. Wir nehmen euch nochmal mit, ganz an den Anfang, da wo alles losgegangen ist, in Düsseldorf. So, und Leute, das liebe ich ja so am Handball. Näher kommen wir wirklich nicht ran. Hier beginnt die Mission Heimeuropameisterschaft 2024. Wir sind ungefähr 8 Stunden vorm Spiel wirklich in der deutschen Kabine. Hier machen sich ja normal die Fußballer von Fortuna Düsseldorf bereit für ihre Spiele. Deswegen ist alles ein bisschen größer, sind auch so ein paar Plätze frei. Ich zeige euch mal am Anfang, wer zum Beispiel wo sitzt. Klar, hier ganz zum Start, da vorne kommt man rein. Der Chef Alfred Gislason. Neben ihm David Speth, der Youngster im Tor. Johannes Goller hat seinen Platz. Die zwei ganz wichtig, Knorr und Köster, unser Doppel-K, die müssen unser Angriffsspiel lenken. Die machen sich also hier bereit für die Mission. Und da hinten geht es dann weiter mit Andy Wolf und Co. Hier übrigens, das ist so ein bisschen das Centerpiece der Kabine. Das haben wir natürlich eingerichtet. Lidl Wasser, ein paar Salzstangen, Nüsse für die Energie, ein bisschen Obst noch, Apfel und Banane, wer da noch was braucht. So machen sich die Jungs ready für hoffentlich den ganz großen Wurf. Hier geht es dann weiter. Hier wird es ein bisschen luftiger, da sind auch so ein paar Plätze frei. Hier sitzt übrigens Timo Kastening. Timo, liebe Grüße, aber Schuhe könntest du mal wieder, ne? Die sind ganz schön verharzt. Also können wir mal wieder putzen. Und er hat auch schon hier seine, was sind denn das für Bänder? Ich weiß es gar nicht. Mit denen macht er sich wahrscheinlich vorm Spiel locker und ready und baut schon mal die Muskeln auf. Wer dann noch was Flüssiges irgendwie in den Magen will, Smoothies, kriegen die Männer von uns natürlich auch frei Haus geliefert. Und das ist ja erst der Anfang. Ich nehme euch mal mit, wie es da noch weitergeht. Das reicht der Trainer. Dürft ihr da schon mal rein? Also hier ziehen sich Alfred Gislason und Erik Wuttke dann zurück. Können sich noch mal einen Kaffee holen. Falls sie noch Videostudio machen möchten, hat Frank Buschmann netterweise sein Fernseher zur Verfügung gestellt. Hier wird dann noch mal der allerletzte Matchplan gemacht. Hier hinten die Taktiktafel. Und dann, ehrlich gesagt, wenn alles vorbereitet ist, geht es auch schon raus in die Halle. Das ist dann der Gang, den sie gehen. Ungewohnt lang ja für Handballer. Das sind so 20, 25 Meter in so einer weißen Röhre. Und dann stehst du hier vor 50.000. Und hier entscheidet sich dann wirklich, wie wir reinkommen in dieses Turnier, wie es losgeht. Erst die große Eröffnungsfeier von mehr als 50.000. Und dann spielen unsere Männer hier gegen die Schweiz. Und hoffentlich spielen sie es richtig geil. Unfassbare Stimmung beim Weltrekord. 50.000 reiben sich die Augen, wie diese Mannschaft Abwehr spielt. 14 Tore macht die Schweiz am Ende, macht man eigentlich in einer Halbzeit. Torwart Andy Wolf hält fast 60% der Bälle auf seinen Kasten. Ein surrealer Wert. Und wenn doch mal ein Gegentor fällt, dann rollt die deutsche schnelle Mitte. Viele Tore über die Kreisläufer. Ab nach Berlin. Spiel 2 gegen Nordmazedonien. Am Ende keine Hürde für dieses deutsche Team. Diesmal ist es nicht die große Torwartshow. Alfred Gislason rotiert. Alle Spieler kommen an in dieser Heim-EM. 12 verschiedene Torschützen. Und einer trifft alles. 10 Tore, nicht zu stoppen. Deutschlands Superstar, Juri Knorr. Dann Frankreich. Sozusagen das erste Hauptrundenspiel, weil der Sieger 2 Punkte dahin mitnimmt. Die deutsche Mannschaft spielt richtig gut, kämpft und 13.000 in Berlin haben das Gefühl, heute ist der Rekordweltmeister endlich fällig. Aber am Ende gewinnt doch wieder der Dauersieger. Die Athletik, die Tiefe, die Abwehr, Frankreich ist immer ein Stückchen besser. Und trotzdem verabschiedet sich Deutschland aus Berlin unter großem Applaus mit einem richtig guten Gefühl Richtung Kölner Hauptrunde.
Ja, dann wollen wir mal nachhören, wie die Deutschen denn wirklich rausgekommen sind aus dieser Vorrunde, rein in die Hauptrunde mit einem, den ich ja ehrlich gesagt mit seiner Spielgenialität, mit seiner linken Wumme auf dem Platz sehen würde, aber er war leider verletzt in der Hinrunde. Fabi Wiede, Fabi, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Fabi, erzähl mal, wie haben dir die Deutschen gefallen? Wir haben 2 Siege, wir haben eine bittere Niederlage. Wie geil war die Vorrunde aus deiner Sicht? Ich glaube im Großen und Ganzen sehr gut. Ich glaube, mit Schweiz und Nordmazedonien haben wir 2 überragende Spiele gehabt, wo wir den Gegner extrem dominiert haben. Gegen Frankreich, glaube ich, wissen die Jungs auch, dass sie nicht ihr bestes Spiel abgeliefert haben, dass sie ein bisschen zu viele Fehler, zu viele Fehlwürfe hatten, aber trotzdem nur mit 3 Toren verloren haben gegen eine sehr gute französische Mannschaft. Da kann man schon. Aber das heißt, die wären packbar gewesen, oder? Das höre ich bei dir, weil das habe ich auch von den Jungs gestern Abend von allen. Ja, ich glaube schon, vor allem nach dem Start, wenn du gesehen hast, wie die Jungs da reingekommen sind ins Spiel, mit welcher Begeisterung die Fans mitgenommen haben, glaube ich, war schon einiges mehr drin. Ja. Und dann schauen wir nach vorne. Ich muss ja ehrlich sagen, das meine ich jetzt nicht böse, aber ihr seid uns so oft auf die Nerven gegangen. Ich bin so froh, dass die Spanier nicht dabei sind. Fabi, ich sag's dir ehrlich, geht's dir genauso? Du hast, glaube ich, auch viele Schlachten gegen die Spanier geschlagen, die echt unangenehm sind. Absolut. Ich glaube, die spielen eine richtig ekelhafte Verteidigung mit vielen offensiven Verteidigern. Das ist immer nicht so geil, aber daher, glaube ich, haben die Jungs da jetzt einen kleinen Vorteil, dass die raus sind schon. Los geht's gegen Island. Die kennen wir verdammt gut, Fabi, weil eigentlich fast alle der richtig relevanten, der guten Leute spielen in der Bundesliga. Stimmt nicht für alle. Aaron Palmason, Riesenstar, ist ja auch noch dabei. Aber so die wirklich die Fäden ziehen, spielen ja fast alle Bundesliga. Was erwarten wir von diesen Isländern? Wo kommt es darauf an, dass wir die knacken können? Ich glaube, unsere Abwehr wird da einfach ein extrem wichtiger Knackpunkt sein. Ich glaube, wir müssen einfach die Lücken schließen, dass wir einfach nicht alleine 1 gegen 1 gegen Christiansson oder irgendwas oder gegen Palmason dastehen, sondern dass wir als kompakt als Team zusammenstehen. Ich glaube, das wird der Schlüssel fürs Spiel werden. Ich glaube, angriffstechnisch werden wir da immer Lösungen finden gegen die Abwehr von denen, weil ich glaube, da haben die extrem Probleme. Und ja, wenn wir das schaffen, dann werden wir auch gewinnen. Wenn wir auf den Rest schauen, Fabi, es sind die Österreicher, die noch mitkommen und die Kroaten, beide mit nur 1 Punkt. Die Isländer kommen mit 0 Punkten dazu und eben die Isländer mit 0, die Ungarn mit 2 Punkten. Wie stark ist denn diese Gruppe? Ich bin also gefühlt nach Frankreich sehe ich da unsere Jungs schon am stärksten, ehrlich gesagt, wenn ich mir die 4 Gegner, die jetzt kommen, angucken. Ich glaube, unsere Jungs müssen sich vor keinen Gegner verstecken. Ich glaube, wie du schon meinst, ich glaube, Frankreich war auch ein Spiel auf Augenhöhe. Also da fand ich jetzt Franzosen auch nicht viel besser. Und ich glaube, die anderen Mannschaften, gegen die wir jetzt spielen in der Hauptrunde, haben wir auch immer Chancen, vor allen Dingen mit dem Publikum in Köln, da einfach die Punkte mitzunehmen. Also ich glaube, da bin ich auch sehr optimistisch, dass sie es schaffen werden. Welche Erinnerungen hast du an diese Halle Köln, die schon als die größte Festung, ehrlich gesagt. Schon Gänsehaut gerade. Ja. Ja, es war einfach geil. 2019 auch gegen Kroatien, gegen Spanien, wie wir da beide Spiele auch gewonnen haben. Es war einfach absolut geil, wenn du schon in die Halle reinläufst, die ganzen Fans immer schon alle jubeln und dir zurufen. Es ist einfach eine absolut geile Halle mit den geilen Fans im Rücken. Ich glaube, ich kann da einiges passieren. Falls ihr auch unser ganzes Podcast-Gedöns, was wir für Lidl machen, verfolgt. Einer der größten Handballexperten in Deutschland, Frank Buschmann, hat angesichts der 4 Gegner, die wir in der Hauptrunde kriegen, gesagt, wir haben ja quasi das Halbfinale schon gebucht. Hängst du dich da dran an diese Meinung, Fabi? Ja, ganz so schnell würde ich es noch nicht sagen. Aber ich glaube, das ist schon noch was, wo es ein bisschen schwerer werden kann. Halt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da extrem gute Chancen haben. Also, ich stimme da Buschi zu, dass wir auf jeden Fall gute Chancen haben, aber noch ist nichts gebucht und noch müssen die Jungs ein bisschen arbeiten dafür. Und jetzt hätte ich gerne noch einmal die Glaskugel von dir. Wer wird am Ende aus deutscher Sicht der Star dieser EM? Ich gebe dir mal 3 zur Auswahl, weil gefühlt Köster, Knorr oder Wolf. Ist so mein Gefühl. Oder wärst du bei jemand anderem? Was glaubst du, wen werden wir am Ende am meisten bejubeln nach diesem Turnier? Also für mich persönlich ist Goller. Okay, du bist okay. Weil? Ich ihn einfach als Spieler und als Mensch extrem schätze und super finde, wie er einfach vorne wie hinten, ich glaube, fast 60 Minuten einfach durchackert. Also ich glaube, auch gestern wieder hat er fast alle Bälle gefangen, die zu fangen waren, hat alle reingehauen, hat in der Abwehr alles gegeben. Und daher, glaube ich, ist es für mich der wichtigste Spieler in unserer Mannschaft. Eigentlich gut, dass du den gesagt hast, weil das ist wahrscheinlich das Fiese an Johannes Goller. Er spielt seit Jahren, obwohl er so jung noch ist, Mitte 20, so gut, dass man ihn fast ein bisschen vergisst. Fabi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich drücke dir die Daumen für die Vorbereitung. Hier bereitet ihr euch ja vor auf die Rückrunde mit den Füchsen Berlin. Alles Gute.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe noch was für euch. Gewinnspiel, das gehört natürlich dazu, zu jeder guten Folge Frisch vom Feld. Ihr könnt signierte Bälle haben, von den Jungs unterschrieben. Ihr könnt signierte Trikots gewinnen oder einen Lidl-Einkaufsgutschein. Insofern schaut mal vorbei auf lidl.de/dhb. Das war's dann mit dieser Folge Frisch vom Feld. Eine mindestens haben wir noch für euch im Petto. Die gibt's dann nach der Hauptrunde. Und so wie die Jungs bisher gespielt haben, ganz ehrlich, ist da alles möglich. Bis zum nächsten Mal.